Sehr verehrter Herr Präsident, lieber Marco, liebe Delegierte, liebe Freunde von der SVP, ich bin so wirklich glücklich, dass wir miteinander hier sprechen können, auch wenn es virtuell ist, an dieser Delegiertenversammlung, die eigentlich in Brieg hätte stattfinden sollen. Und ja, wie ihr wisst, die Gesundheitssituation hat sich leider wirklich sehr verschlechtert und die verschiedenen einschränkenden Maßnahmen, mehr oder weniger streng, werden überall noch strenger und finden überall statt in der Schweiz. Und das heißt, jetzt, wo diese Pandemie fortgesetzt wird, ist die Widerstandsfähigkeit unseres Landes wirklich herausgefordert, auch auf wirtschaftlicher Ebene. Und wir versuchen unser Bestes als Bundesrat so zu handeln, damit es nicht einen negativen Einfluss hat auf die Lebensqualität. Und wir tun alles, was in unserer Macht steht, für auch die Wirtschaftstätigkeit, damit die unterstützt werden kann. Im gleichen Sinn möchte ich heute über eine der beiden Volksinitiativen sprechen, über die wir am 29. November abstimmen und die ich Ihnen im Namen des Bundesrates und im Interesse der Wirtschaft dringend zur Ablehnung empfehle. Was fordert dieser Text mit dem Titel «Für ein Verbot der Finanzierung von Produzenten des Kriegsmaterials»? Sie zielt darauf ab, einen neuen Artikel mit 4 separaten Bestimmungen in die Bundesverfassung aufzunehmen. Erstens dürfen die Schweizerische Nationalbank, die AHV, IV, Pensionskassen und Stiftungen nicht mehr in Unternehmen investieren, die Kriegsmaterial herstellen. Zweitens würden Unternehmen, die mehr als 5% ihres Jahresumsatzes für die Herstellung von Kriegsmaterial ausgeben, als Produzenten von Kriegsmaterial betrachtet. Minenräumgeräte sowie Jagd- oder Sportwaffen würden offensichtlich nicht unter diese Klassifizierung fallen. Drittens würden die verbotenen Finanzierungsarten sehr breit gefächert sein und von Krediten bis hin zu Darlehen, Spenden, Wertpapieren oder Investmentfonds reichen. Viertens und letztens sollte die Schweiz national und international dafür sorgen, dass auch Banken und Versicherungen die Herstellung von Kriegsmaterial nicht finanzieren können. Durch diese Initiative, das heißt durch die Verringerung der Investitionen in Unternehmen, die Kriegsmaterial herstellen, ist es verständlich, dass das Komitee eine Verringerung der Menge der produzierten Waffen wünscht und hofft, damit die Zahl der bewaffneten Konflikte und das Volumen der Vertriebenen zu reduzieren. Die Autoren dieser Initiative wollen auch die Neutralität unseres Landes bewahren. Sie halten ein solches Verbot für wesentlich für die Glaubwürdigkeit der schweizerischen Außen- und Sicherheitspolitik. Schließlich wollen sie den Finanzplatz zu mehr Transparenz zwingen und der Bevölkerung ein Kontrollrecht über die mit öffentlichen Geldern getätigten Investitionen einräumen. Wir haben grundsätzlich Verständnis für die Anliegen der Initianten. Eine friedliche Welt liegt auch im Interesse der Schweiz. Aber mit dieser Initiative lässt sich dieses Ziel nicht erreichen. Aus Sicht des Bundesrats und des Parlaments geht die Initiative zu weit und wird Kriege nicht verhindern. Sie ist unnötig, unrealistisch und wirkungslos. Sie schadet der Schweiz wirtschaftlich, sicherheitspolitisch und vor allem sozial. En question, war en effet trop loin. Die Initiative, sie geht zu weit. Es würden als Kriegsmaterialhersteller diese Firmen, die mehr als 5% jährlich aus Kriegsmaterial haben, darunter fallen. Das heißt, das wären dann auch Firmen, die zum Beispiel wie RUAG Kriegsmaterial herstellen, aber das wären auch viele andere Firmen, wie zum Beispiel Firmen, die zivile Güter herstellen, aber auch einige Güter für den Militärbereich herstellen. Wenn jetzt diese Produktion
mehr als 5% ihres Umsatzes ausmachen würde von diesen gemischten Unternehmen, dann wären sie automatisch als Produzenten von Kriegsmaterial betrachtet worden. Im Namen einer solchen Entgleisung würden Gruppen wie zum Beispiel Boeing oder Airbus, die Zivilflugzeuge herstellen, in den Geltungsbereich dieser Initiative fallen, wenn sie auch Kampfflugzeuge herstellen. Dasselbe gilt für Rolls-Royce, der nicht nur Luxusautos, sondern auch militärische Triebwerke herstellt. Infolgedessen wäre es Banken und Pensionsfonds nicht mehr erlaubt, in die Aktien solcher Unternehmen zu investieren. Aber wir sprechen hier nicht nur von großen Konzernen, sondern auch von vielen kleinen und mittleren Unternehmen. Die würden beispielsweise 25% ihres Jahresumsatzes aus der Produktion von Kriegsmaterial stammen, dann wären sie unwiederbringlich von Bankkrediten ausgeschlossen, selbst für die restlichen 3/4 ihres Geschäfts im zivilen Sektor. Kein Land in der Welt, sehr verehrte Damen und Herren, wendet ein derart radikales Finanzierungsverbot an. Diese Initiative ist nicht nur übertrieben, sondern auch einfach nutzlos. In der Tat ist die Gesetzgebung für die Ausfuhr von Kriegsmaterial in unserem Land bereits sehr streng. Insbesondere verbietet es die Herstellung, Vermarktung und Finanzierung von nuklearen, biologischen und chemischen Waffen, von Streumunition und Antipersonenminen. Die Herstellung und die Ausfuhr von Kriegsmaterial unterliegen der Genehmigungspflicht des Bundes. Diese Initiative ist nicht nur exzessiv und unnötig, sondern sie ist auch utopisch. Da sie sich vorstellt, dass es möglich ist, ein weltweites Verbot der Finanzierung von Kriegsmaterial durchzusetzen. Diese Art von Verbot wird den Test bei der UNO oder einem anderen internationalen Gremium einfach nicht bestehen. Zudem hat die Schweiz absolut keinen Einfluss auf die Gesetzgebung anderer Länder und wäre daher darauf reduziert, dieses Finanzierungsverbot nur auf sich selbst anzuwenden. Abgesehen davon, dass diese Initiative übertrieben, nutzlos und utopisch ist, ist sie in doppelter Hinsicht fehlgeleitet, wie die AHV, IV und 1700 Pensionskassen diversifiziert die Nationalbank ihr Angebot an Pensionskassen so weit wie möglich. Sie hat unsere Nationalbank Maximum 0,4% der Aktien eines Unternehmens. Das heißt, das ist unbedeutend. Das heißt auch, wenn sie nun gezwungen wäre, diese Aktien zu verkaufen, es überhaupt keinen Einfluss auf die betreffende Unternehmung hätte. Private Akteure würden weiterhin in dieses Unternehmen investieren, das seine Produktion von Kriegsmaterial im Frieden fortsetzen könnte. Indem diese Initiative die Unabhängigkeit der Nationalbank in Frage stellt, öffnet sie die Türe für weitere Verbote, zum Beispiel in den Bereichen wie Wasser- oder Nahrungsmittelindustrie. Sie ist auch doppelt fehlgeleitet, weil die Ausfuhr von Kriegsmaterial aus der Schweiz nicht ausreicht, um die globale Rüstungsversorgung überhaupt zu beeinflussen. Zwischen 2015 und 2019 machten diese Verkäufe im Durchschnitt weniger als 1% dieses gesamten Marktes aus, wobei 2/3 davon in europäische Länder gegangen sind. Auch dies ist wieder lächerlich, denn mit den verbleibenden 99% würde das weltweite Angebot praktisch unverändert bleiben. Die Initiative geht zu weit. Gemäß Initiativtext gelten Firmen als Kriegsmaterialproduzenten, wenn sie mehr als 5% ihres Jahresumsatzes mit der Herstellung von Kriegsmaterial erzielen. In der Schweiz wären also nicht nur bekannte Rüstungsfirmen wie die RUAG betroffen, sondern auch zahlreiche Zulieferbetriebe. Das sind KMUs, aber auch zivile Firmen wie Boeing, Airbus oder Rolls-Royce. Sie produzieren neben zivilen Flugzeugen oder Motoren auch militärische Flugzeuge. In diese Firmen dürfte man nicht mehr investieren. Die Initiative ist wirkungslos. Eine Annahme hätte
keine Auswirkungen auf die Waffenproduktion im Ausland. Der Aktienanteil der SNB, der AV, IV oder der Pensionskassen aus ausländischen Rüstungsunternehmen ist viel zu gering. Über ein Verbot für Banken und Versicherungen würde die Initiative kaum auf die internationale Rüstungsindustrie wirken. Das globale Waffenangebot und der weltweite Waffenhandel blieben auch wegen des geringen Marktanteils der Schweiz praktisch unverändert. Die Initiative würde Kriege und Fluchtursachen nicht verhindern. Sie würde aber unseren Vorsorgewerken, dem Finanzplatz und der hiesigen Wirtschaft schaden. Car oui, ce nouvel argument. Ja, auch dieses neue Argument ist ein wichtiges, um es weiterzuentwickeln. Denn diese Initiative würde den Wirtschaftsstandort und die Banken und die Versicherungen bestrafen, indem sie die Kreditvergabe und die Vermögensverwaltungen einschränkt. Auch die Schweizer Industrie bliebe nicht verschont. Die Maschinen-, Elektroausrüstungs- und Metallindustrie wäre sogar direkt betroffen, da sie eine große Zahl von KMU vertritt, die, wie ich es bereits sagte, sowohl zivile als auch militärische Komponente liefern. Diese gemischte Art der Produktion würde sie einem Verbot von Bankkrediten aussetzen. Weniger Ressourcen, meine Damen und Herren, bedeutet weniger Investitionen und weniger Investitionen bedeutet weniger Wettbewerbsfähigkeit. Dies wiederum bedeutet dann weniger Arbeitsplätze, weniger Know-how und weniger Arbeitsplätze und weniger Know-how bedeutet weniger Wohlstand. Ich bin mir nicht sicher, ob dies die Richtung ist, die wir uns für die Branche erhoffen. Unser Land, eine Industrie, die seit jeher auf dem technologischen Fortschritt basiert. Genauer gesagt ist diese Initiative aus sicherheitspolitischer Sicht gefährlich, denn sie würde unsere Armee in einer Zeit, in der jedes Land seine strategisch wichtigsten Technologien braucht, um auf seinem Territorium zu bleiben, stärker vom Ausland abhängig machen, wie die Covid-Pandemie im Übrigen sehr gut aufgezeigt hat. Auch wenn hier schon seit einiger Zeit keine Rüstungsgüter mehr produziert werden, ist es für Schweizer Unternehmen wichtig, die Rüstungsindustrie mit Komponenten beliefern zu können. Nur so können wir sicherstellen, dass unseren Streitkräften eine ausreichende und qualitativ hochwertige Ausrüstung zur Verfügung steht. Schließlich, und damit komme ich zum Schluss, ist diese Initiative sozial schädlich, indem sie, wie ich bereits erwähnt habe, die Investitions- und Anlagemöglichkeiten der AHV, IV und der Pensionskassen drastisch einschränkt. Die Altersguthaben würden in risikoreiche, weniger diversifizierte und weniger bewährte Anlageprodukte umgeschichtet, die im Allgemeinen teurer sind und geringere Ertragsaussichten bieten. Unsere Renten würden natürlich den Preis dafür bezahlen. Wollen wir uns wirklich den Luxus leisten, unsere sozialen Sicherungssysteme zusätzlich zu belasten, wenn sie bereits unter dem demografischen Wandel und den niedrigen Zinsen leiden? Bevor ich zum Schluss meiner Ausführungen komme, möchte ich Folgendes wiederholen und nochmals ins Zentrum stellen. Die Schweiz kennt bereits heute ein Finanzierungsverbot. Die Herstellung, der Handel und die Finanzierung von Atomwaffen, biologischen und chemischen Waffen sowie Personenminen und Streumunition ist bereits heute verboten. Im Gegensatz zur vorliegenden Initiative wurde das bestehende Finanzierungsverbot bewusst so ausgestaltet, dass es sich in der Praxis gut umsetzen lässt. Bundesrat und Parlament sind sich ihrer Verantwortung bewusst. Die Schweiz nutzt ihre Stärken zur Friedensförderung und agiert zum Beispiel als Brückenbauerin zwischen Konfliktparteien. Die Initiative verhindert keine Kriege, sie bekämpft keine Fluchtursachen. Sie gefährdet aber unsere Altersvorsorge, unseren Finanzplatz, unsere Wirtschaft und damit letztlich unseren Wohlstand. Die Initiative geht schlicht zu weit. Deswegen
ist mir auch kein einziges Land bekannt, das ein derart weitreichendes Finanzierungsverbot kennt. Im Namen des Bundesrats und des Parlaments bitte ich euch deshalb, liebe Delegierte der SVP, diese Volksinitiative abzulehnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.